Guten Tag nochmal an alle Teilnehmer. Willkommen zu unserem ersten Webinar in diesem Jahr. Es freut mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Es hat sich in BIN360 in den letzten Monaten einiges getan und ich würde Ihnen gerne diese Neuerungen heute vorstellen und mehr Informationen zu den wichtigen Updates mitgeben. Als erstes schauen wir uns das Thema Aufgabenmanagement und alle Änderungen, die BIM 360-Issues betreffen. Folgend demonstriere ich Ihnen zwei Integrationen, Revit Issues Add-on und Integration mit Navisworks BIM 360-Issues und natürlich auch das Workflow, die diese zwei Integrationen jetzt uns ermöglichen. Und als letztes Punkt schauen wir uns zwei wichtige Neuerungen, die am Autodesk University im November angekündigt wurden, nämlich Autodesk Docs, die jetzt Teil der EC Collection wird und BIM 360 Collaborate Pro und alle Vorteile der Collaborate Pro BIM 360 Design Kunden mitbringt. Zuerst die Änderung, die alle Projektadministratoren betrifft und die am 15. Jänner schon aktiviert wurde. Der Hintergrund hier ist folgendes. Früher war es so, dass ein Nutzer bei einer zugewiesenen Aufgabe prinzipiell alle Attribute bearbeiten konnte. Zum Beispiel den Frist, den Titel, die Beschreibung und vieles mehr. Und es konnte zu ungewünschten Datenmanipulationen führen. Und mit dieser Änderung wird diese Flexibilität der Bearbeitung der Aufgabe ganz gewiss eingeschränkt. Das bedeutet, dass diese Nutzer können ab 15. Jänner nur die folgenden Aktionen durchführen. Also sie können den Status der Aufgabe ändern, Kommentare und die Anhänge hinzufügen. Und wenn Sie als Projektadministrator möchten, dass Ihre BIM 360-Nutzer alle Attribute in der Aufgabe bearbeiten, sollen Sie die erhöhte Berechtigung hier setzen und die vollständige Kontrolle vergeben. Also meine Empfehlung hier ist, die Aufgabenberechtigungen nochmal durchzuschauen und einfach sicherzugehen, dass Ihre BIM 360-Nutzer über die entsprechenden Aufgabenberechtigungen verfügen. Die weitere Änderung betrifft die Aufgabenattribute. Früher war es möglich, dass die Projektadministratoren bei der Erstellung der benutzerdefinierten Attributen diese gleich als erforderlich setzen konnten. Und jetzt ist es möglich, auch die Standardattribute von Aufgaben als erforderlich zu definieren. Wenn Sie auf alle Aufgabentypen in der Projektadministratoroberfläche klicken, können Sie alle Standardattribute gleich zugreifen und bei jeder Eigenschaft diese als erforderlich definieren. Und mit dieser Änderung haben Sie viel mehr Steuerungsmöglichkeiten und können die Datenqualität im Projekt wesentlich verbessern. Und noch eine Anmerkung zu BIM 360 Build, der nicht ganz zum heutigen Thema passt, aber trotzdem sehr praktisch ist. Sie können jetzt die Vorlagen für die Checklisten importieren und exportieren und so diese Vorlagen zwischen BIM 360 Projekten austauschen. Und als nächstes können Sie auch mehrere Checklisten bearbeiten. Das heißt, wenn Sie mehr Checklisten auswählen, können Sie dann gleichzeitig die Attribute ändern, können Sie diese Checklisten archivieren oder erneut öffnen. Also wenn Sie viel mit Checklisten arbeiten, kann diese Verbesserung Ihnen ziemlich viel Zeit sparen. Einige von Ihnen haben das Revit Issues Add-on vielleicht letztes Jahr als Beta-Version getestet. Jetzt wurde diese tolle Integration offiziell veröffentlicht und ist im Autodesk App Store kostenlos verfügbar. Das bedeutet, dass alle BIM 360-Nutzer, egal Docs oder Design, können die Aufgaben direkt in Revit öffnen, bearbeiten, kommentieren und die Probleme oder Kollisionen gleich beheben. Diese Integration unterstützt alle Cloud-basierten Revit-Modelltypen. Entweder ist es eine Revit Cloud Worksharing, also Revit Cloud-Modell mit der Arbeitsteilung oder ein einfaches Cloud-Modell, können Sie BIM 360-Aufgaben in alle dieser Modellen anzeigen lassen.
Die Aufgabe wird in Revit als farbcodierter PIN dargestellt und enthält alle Informationen, die in PIN 360 auch verfügbar sind. Ist es der Status oder der Zuständige, der Frist, die Beschreibung, auch die Kameraposition wird übernommen. Sie können alle Aufgabenattribute direkt in Revit bearbeiten und diese Änderungen werden sofort mit PIN 360 synchronisiert und für alle anderen Projektmitglieder auch sichtbar. In Kürze schauen wir uns live, wie dieses Workflow im Zusammenhang mit Navisworks funktioniert. Noch eine Integration, die ich Ihnen heute zeigen wollte, ist BIM 360 Issues Plugin für Navisworks. Das Plugin schließt den Kommunikationskreis für das ganze Aufgabenmanagement in BIM 360 und ermöglicht, alle Disziplinen, alle Planer und BIM-Koordination in einem Common Data Environment gesamte Koordinationsprozesse durchzuführen. Was hier wichtig ist, ist der Unterschied zu einer früheren Version von BIM 360 Issues. Diese Version bietet nicht nur die Integration der BIM 360 Aufgaben, aber die Integration des ganzen Moduls für die Model Coordination. Das bedeutet, dass alles, was Sie in BIM 360 Model Coordination haben, die Modelle, die Koordinationsräume, die Ansichten, die Sie gespeichert haben, können Sie jetzt auch weiter in Navisworks direkt zugreifen. Diese BIM 360 Modelle können Sie mit Navisworks Werkzeugen hier auch weiter prüfen. Und was diese Integration für das ganze Team bringt, ist Folgendes. Die Planer können ihre Disziplinmodelle zuerst in BIM 360 Model Coordination auf die groben Kollisionen prüfen und diese beheben. Erst dann, wenn diese groben Kollisionen behoben sind, werden die BIM-Koordinatoren auf diese BIM 360 Modelle aus Navisworks direkt zugreifen und diese dann weiter in Detail prüfen. Und die Aufgaben, die die BIM-Koordinatoren in Navisworks zuweisen, mit der Beschreibung, mit dem Screenshot der Kollision, sind sofort für die Planer in Revit auch sichtbar und können gleich korrigiert werden. Wir schauen uns jetzt an, wie dieses Workflow live funktioniert. Ich habe hier ein BIM 360-Projekt angelegt und das Modul Design Collaboration und Model Coordination hier aktiviert. Ich habe hier verschiedene Bearbeitungsbereiche für jedes Disziplin, wo Work-in-Progress-Modelle gespeichert sind. Jedes Team teilt diese Modelle mit den anderen Disziplinen oder am besten sozusagen nicht die Modelle, aber die ausgewählten Sets. Und diese Sets werden als Pakete in Shared Space hier gespeichert. Und wir möchten in diesem Fall diese geteilten Modelle auf die Kollisionen prüfen. Das bedeutet, dass Model Coordination und Navisworks soll auf diese Shared Ordner zugreifen. Jetzt wechsle ich zum Projektadministratorbereich. Als erster Schritt für die Model Coordination sollen wir immer das Koordinationsraum definieren. Und hier habe ich Koordinationsraum mit meinem Shared Ordner verlinkt. Jetzt kann ich mit diesen geteilten Modellen weiter in Model Coordination und in Navisworks arbeiten. Hier in Model Coordination habe ich die Liste aller Ansichten und Modelle, die ich und die anderen Teams mit anderen aus Revit geteilt haben. Ich kann die Modelle entweder hier auswählen und anzeigen lassen oder die Ansichten gleich zugreifen. Also es gibt die Möglichkeit, die Ansichten im Voraus zu speichern und diese sozusagen als Shortcut zuzugreifen. Ich kann hier verschiedene Disziplinen auswählen und gleich diese Modelle auf die Kollisionen prüfen. Ich öffne meine abgespeicherte Ansicht Architektur gegen HKLS und zuerst wird für mich Modell als zusammengeführtes Modell dargestellt. Ich wechsle jetzt zu Kollisionen. Die zwei Modelle werden farblich hier angezeigt und ich kann durch die Kollisionen durchgehen. Die Kollisionen sind
dann nach den Typen gruppiert, nach den Elementen gruppiert. Das kann ich, diese Gruppierung kann ich mir auswählen. Ich kann auch die Kollision ignorieren, als ungültig definieren oder dann gleich die Aufgabe erstellen. Zum Beispiel diese Kollision kann ich dann gleich an den Verantwortlichen zuweisen. Aber wir schauen das Ganze uns jetzt zuerst in Navisworks an. Hier habe ich einen kleinen Tipp. Wenn Sie BIM 360 Issues App schon früher installiert haben und eine frühere Version getestet haben, diese wird nicht automatisch abgegradet und Sie müssen die frühere Version zuerst deinstallieren und dann die neue Version herunterladen und neu installieren. Erst dann haben Sie diese zusätzliche Funktionalität von Model Coordination in Navisworks Manager zur Verfügung. Die Integration befindet sich im Koordinationsbereich. Hier können wir die BIM 360 Kontos wechseln, wir können die BIM 360 Projekte zugreifen und haben die Liste aller Modellen und alle Ansichten, die wir in Model Coordination auch gesehen haben. Das heißt, ich kann entweder dann die Modelle auswählen oder gleich die Ansichten zugreifen, die ich in Model Coordination vorbereitet habe. Ich wähle hier meine Architektur-HKLS-Ansicht aus Model Coordination und das Tolle hier ist, alle Aufgaben aus diesen zwei Modellen kommen natürlich auch mit und ich kann diese Aufgaben hier anschauen als Pins im Modell anzeigen und natürlich auch alle Informationen zugreifen und bearbeiten. Das geht aber weiter. Die neue Integration bietet uns die Möglichkeit, diese Modelle aus BIM 360 Model Coordination weiter zu prüfen und ganz detaillierten Kollisionsprüfungen mit Hilfe von Navisworks Werkzeugen hier durchzuführen. Als Beispiel erstelle ich hier einen neuen Test und wähle meine Modelle, also meine Architekturmodell und HKLS-Modell und zum Beispiel HLS-Bauteil und starte den Kollisionstest. Dieses Ergebnis kann ich dann gleich als Aufgabe in BIM 360 an die Zuständige zuweisen. Hier haben wir die gleichen Felder zur Verfügung, die uns schon bekannt sind, den Titel der Aufgabe, der Zuständige, den Frist. Ich kann hier natürlich auch die zusätzliche Beschreibung eingeben und dazu wird dann automatisch den Screenshot von dieser Kollision hinzugefügt. Die Aufgabe wird gleich gespeichert und wird für alle anderen Projektmitglieder in BIM 360 zur Verfügung stehen. Ich kann danach auch die zusätzlichen Anhänge hinzufügen, einfach per Drag and Drop. Ich kann auch die Aktivität hier nachverfolgen, ob jemand das vielleicht schon in Revit oder in BIM 360 bearbeitet hat. Ich wechsle jetzt zurück zu BIM 360. Diese Aufgabe wird mit der Plattform schon synchronisiert und steht für alle anderen in der Aufgabeliste drinnen. Wir können jetzt die Aufgabe ganz normal anschauen. Alle Informationen sind da. Unser Screenshot wird mit übertragen. Das verknüpfte Modell ist da, also Architekturmodell, Anhänge und alle Aktivitäten. Als BIM-Koordinator bin ich jetzt mit meinem Teil in Navisworks fertig. Ich habe die Kollision zugewiesen. Wir schauen uns als nächster Schritt, wie die Planer diese Aufgabe in Revit weiter bearbeiten können. Jetzt als Architekt greife ich auf Work in Progress Architekturmodell in BIM 360 zu. Issues-Bereich oben ist die BIM 360 Integration. Wir klicken auf Manage Issues und uns werden die Aufgaben aus dem BIM 360 angezeigt. In unserem Fall wurden alle Aufgaben in geteilten Ordner erstellt, in Shared Ordner. Und hier haben wir die Möglichkeit, diese Aufgaben dazu zu laden. Damit hole ich alle Aufgaben, die die anderen Teams für mich in BIM 360 in unserem Koordinationsraum oder in Shared Ordner
für mich erstellt haben und an mich zugewiesen haben. Das Gleiche betrifft auch die Aufgaben, die in Navisworks erstellt wurden. Zum Beispiel unsere Kollision, die wir jetzt gemeinsam erstellt haben. Ich sehe das als Pin in meinem Modell, wo es sich befindet. Ich sehe alle Informationen, alle Anhänge, zum Beispiel einen Screenshot aus Navisworks, und ich kann genau nachvollziehen, um welches Problem es hier geht. Ich kann hier auch gleich kommentieren, die anderen Projektmitglieder erwähnen oder einfach mein eigenes Kommentar hinterlassen. Und nachdem ich die Änderungen abgespeichert habe, kann ich den Status auf Bearbeitet setzen und die Änderungen synchronisieren und die neue Version in der Cloud im BIM 360-Projekt veröffentlichen. Ich wechsle jetzt zurück zu BIM 360, aktualisiere meine Aufgabenliste und sehe das. Unsere Koordinationsaufgabe, also unsere Kollision, ist jetzt als beantwortet angezeigt. Und hier sind alle Informationen drinnen, von wem und wann dieser Status geändert wurde. Und ich kann jetzt als Projektadministrator diese Aufgabe auf geschlossen setzen. Damit wir diesen Kommunikationskreis zwischen Dokumentmanagement, Navisworks und Revit geschlossen, dieses Workflow bietet die Möglichkeit für die BIM-Koordinatoren, für die Planerteams und für alle anderen Projektmitglieder, die nicht direkt in die Planung involviert sind und die keine Design- oder Model-Coordination-Lizenz haben, an dieser Planung teilzunehmen und an den gleichen Modellen zu arbeiten, ohne dass sie die Modelle in anderen Formaten abspeichern oder verschiedenen Versionen von diesen Modellen in anderen Ordner erstellen. Jetzt kommen wir noch zu dem letzten Punkt für heute. Sie haben es vielleicht letztes Jahr schon gehört, dass Autodesk eine neue Autodesk Construction Cloud Plattform gelauncht hat. Es ist eine neue Unified Plattform, die verschiedene Produkte wie Assemble, BIM 360, Building Connected und PlanGrid in einer Common Data Environment verbindet. Und Autodesk Docs hier ist dieser Common Data Environment für die ganze ACC-Plattform. Es ist nicht mit BIM 360 Docs zu verwechseln. Dieses Produkt beinhaltet Dokumentmanagement, Insight und Administration. Also es ist sehr ähnlich zu BIM 360 Docs, aber eine eigene Lösung für die ACC. Und der Grund, warum ich jetzt das alles zeige, Autodesk Docs wird das Teil der EC Collection. Das bedeutet, dass alle Autodesk-Kunden, die eine aktive Subscription für die EC Collection haben, werden Zugang zu Autodesk Docs erhalten. Und diese Kunden können die Cloud-Projekte in der ACC-Plattform erstellen, die Modelle, die Daten in die Cloud hochzuladen, die Zeichnungen zu kommentieren, zu markieren, Mangel zu dokumentieren und fast alles, was auch in BIM 360 Docs möglich ist. Der wichtige Unterschied zu BIM 360 Docs ist Bring Your Own Subscription Konzept. Das bedeutet, mit Autodesk Docs können Sie alle Projektpartner, die Sie haben und die über eine EEC Collection Abonnement verfügen, zu Ihren Projekten einzuladen und gemeinsam in ACC Projekten kollaborieren. Und für alle aktuellen BIM 360 Docs Nutzer, sodass Sie diese Neuerungen nicht falsch verstehen, die BIM 360 Plattform wird weitergeführt und weiterentwickelt. Das bedeutet, dass Sie natürlich alle bestehenden Abos verlängern können. Sie können auch die zusätzlichen Abonnements dazu kaufen und genauso weiter mit BIM 360 arbeiten. Die weitere Änderung betrifft alle BIM 360 Design Nutzer. Es werden die aktuellen Abonnements von BIM 360 Design auf Collaborate Pro umbenannt. Das Datum hier ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich wird es Anfang 2021 passieren. Damit erhält jeder BIM 360 Design-Nutzer Model Coordination zusätzlich zu ihrem Abonnement und kann dieses Workflow, das wir vorher gesehen haben, eins zu eins in Revit und in Navisworks genauso einsetzen. Und das Spannendste hier, Sie können BIM Collaborate Pro
auf der aktuellen BIM360-Plattform weiter nutzen. Sie haben aber auch Zugang zu der neuen Plattform und können dort mit allen Projektpartnern, die eine AC-Collection haben, in ACC-Projekten kollaborieren. Ich würde hier sagen, Sie können schon eine Liste von Partnerbüros vorbereiten, die über eine AC-Collection verfügen und mit wem Sie die Cloud-Collaboration ausprobieren können. Auf jeden Fall werden wir Ihnen auf dem Laufenden halten und werden Ihnen gleich informieren, sobald diese Änderungen in Kraft kommen. Wenn Sie Fragen haben oder das Feedback zu dem Workflow, den ich heute gezeigt habe, mit uns teilen möchten, bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre Kontaktaufnahme. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für die Teilnahme bedanken. Wir hören uns bei unserem nächsten Webinar. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.